Ja, ich glaube, wir sind super reingekommen, machen ein frühes Tor, was wir uns auch vorgenommen haben. Dann hatten wir auch die großen Chancen zum 2-0, um ein bisschen früher vielleicht den Deckel drauf zu machen. Mussten aber dann bei ein, zwei Kontern aufpassen, aber ich glaube, insgesamt war es ein souveräner Sieg. Natürlich überglücklich, ist klar. Wir haben uns richtig viel erarbeitet, haben ja, ein Jahr lang richtig gut gearbeitet und ja, das ist so ein bisschen der Lohn dafür, für die Arbeit. Und jetzt haben wir zwei schöne Spiele, wo es um alles geht, und da wollen wir natürlich ja, unser Ziel erreichen, den Aufstieg. Das ist ein super Gefühl, gerade wenn man jetzt auch nach dem Spiel sieht, wie die Fans hier alle durchdrehen, wie viele Fans uns heute begleitet haben. Nochmal ein riesen Dankeschön. Ich glaube, das hat uns allein schon beim Warmmachen nochmal einen riesen Schub gegeben. Geniale Stimmung. Es war natürlich wichtig, extrem wichtig, dass wir das frühe Tor machen, um so ein bisschen Aalen in Stöpsel zu ziehen. Hat uns in den Karten gespielt. Ich glaube, das hat auch dann Aalen ein bisschen den Knacks gegeben. Hat dann auch gemerkt, für die geht es um nichts mehr. Da haben dann vielleicht die letzten Meter bei denen auch gefehlt. Und ja, das war, ich glaube, dann spielentscheidend. Nein, wir wollen das genießen heute, ist ja klar. Unser Ziel war, dass wir nächste Woche gegen Jena kein Herzschlagfinale haben, um den Relegationsplatz. Und das ist uns gelungen. Und von dem her, denke ich, ist uns keiner böse, wenn wir heute auch mal das genießen und ja, das ein oder andere Getränk nehmen.